klassische Reitkunst trifft Dualaktivierung. Oder anders formuliert, mehr als 20 lizenzierte Trainerinnen von Michael Geithner treffen sich zur Fortbildung bei Richard Hinrichs. Vom ersten Augenblick war glasklar, dass sich Dualaktivierung und klassische Reitkunst sehr gut ergänzen. So spielt der gerechte und positionierte Umgang mit dem Pferd eine sehr große Rolle. Dem Pferd wird während des Trainings zugehört und somit wird es gefordert und gefördert, gleichzeitig wird Überforderung aber vermieden. Am Anfang des zweitägigen Lehrgangs ging es um die Erarbeitung der Piaffe. Diese wird im Trab mit verkürzten Tritten begonnen, also mit halben Tritten. Hier sind viele Trab-Schritt-Trab-Übergänge ein abruptes Mittel. Eine gute Position des Menschen ist es, langsam rückwärts vor dem Pferd zu gehen und die Hinterhand mit Stimme und Gerte zu aktivieren. Sobald das Pferd zwei flotte und kurze Tritte mit der Hinterhand macht, kann es auch gleich gelobt werden, denn dies ist der Anfang der Piaffe. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Gut, brav dann. Später ging es um die Erarbeitung des spanischen Schrittes. Man muss sehr geschickt sein, dass man im richtigen Moment touchiert, quasi wenn das Bein kommt und dann auch den Moment vorher erwischt, damit er auch weiß, welches Bein er gibt. Ja. Am Anfang wird nur ein Vorderfuß angetippt. Da das Pferd das Bein nicht nur anheben, sondern auch strecken soll, wird dann die Brust angetippt. Es wird erst einseitig geübt, danach die andere Vorhand. Und dies ist das gewünschte Endergebnis. Zu guter Letzt ging es um die Passage. Diese kann aus der Piaffe entwickelt werden. Es wird das Verhalten der Hinterhand angefordert, dadurch passt sich die Bewegung der Vorhand an. Der angehobene Huf soll in der Luft verhalten, die Bewegung soll entschleunigt werden. Ein Unterschied zwischen Dualaktivierung und der klassischen Reitkunst ist, dass bei der Dualaktivierung weniger Wert auf hohe Lektionen gelegt werden, aber diese sind natürlich nicht ausgeschlossen. So ist eine Fortbildung bei Richard Hinrichs genau richtig, um als Geithner-Trainer die Kenntnisse der klassischen Reitkunst in die Arbeit weiter einfließen zu lassen. Ich habe immer sehr, sehr bewundert an dir, vor allem, dass du offen bist, ja? Für andere Sachen, das sieht man nicht immer. Und das war, wie gesagt, eine unwahrscheinlich schöne zwei Tage jetzt und viel gelernt, viel gelacht. Und das ist wichtig, aber vor allem der absolut faire und korrekte und konsequente Umgang mit dem Pferd. Das ist wieder mal einfach eine Inspiration. Also für mich ist die zwei Tage der Welt aufgegangen. Richard Hinrichs und seine Mannschaft haben uns zwei vollgepackte Trainingstage beschert. Die Schwerpunkte waren die Einstieg in die Piaffe, spanischen Schritt und Passage, aber es wurden auch alle Elemente der hohen Schule wie Levade, Courbette, Galopp, Pirouette um die Vor- und Hinterhand und vieles mehr vorgeführt. Ja, ich habe mich sehr gefreut über Mike Geithners Besuch hier mit seinen Trainern. Ich habe Mike schon immer bewundert, dass er in der Lage ist, das Wesentliche auf einen ganz kurzen Nenner zu bringen und Pferde und Menschen zu motivieren und dabei Frustrationserlebnisse zu vermeiden. Richard Hinrichs ist ein Meister seines Faches. Dafür ist er bekannt. Zusätzlich ist er absolut liebenswert im Umgang mit Mensch und Pferd, hat uns mit seinem charmanten Humor ständig zum Lachen gebracht und hat sein Wissen mit klaren Worten und wunderbaren Beispielen weitergegeben. Ja, ich freue mich über jeden Tag,
den ich mit diesem 23-jährigen Pferd noch weiter verbringen darf.